CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys und willkommen zu Need for Speed. Mein Name ist der Roxan. Und ich bin Saul. Und ja, ich hatte ja eine Story angefangen in der letzten Folge. Ihr wart bestimmt alle ganz aufgeregt und total fickrig, wie das weitergeht. Cliffhanger schaffen können wir ja. So, pass auf, ich war ja heute beim Dönermann, ne? Ja. Hab ja für uns da ein bisschen was zu fressen geholt, ne? Und in dem Laden gibt's ja einen der Türken, der nicht wirklich besonders gut Deutsch spricht. Das werfe ich dem ja auch nicht vor. So, und der hat einen Kunden gefragt, so einen 17, 18, 19-jährigen Kerl, welches Fleisch er denn in seinem Döner haben will. Was der hier ausmacht, erzählt ihm, welche Soßen er haben will. Weißt du, das war so ein Moment, wo ich mir das angeguckt habe. Scheiße, der zahlt meine Rente. Ich bin verloren. Ey, ohne Scheiß. 1:1, du sitzt so. Boah, nee, Alter. Da packst du Intelligenz muss man sich ja kaufen. Ohne Scheiß. Ich war am Überlegen. Wie kann man raushören aus, welches Fleisch willst du zu welche Soße willst du haben? Ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, was sich verschieden anhört, aber gut. Nee, das stimmt schon. Das stimmt Soße, schon. Fleisch, das kann man schon mal verwechseln. Wie, Fleisch ist keine Soße? Nee, du. Oh Gott, Alter. Und ich hang dann nur so die ganze Zeit, so bis ich meine Bestellung hatte. Nicht lachen. Ja, dann habe ich probiert, ihn über den Tisch zu ziehen, weil ich mich in der Zeile vertan hatte. Weil ich habe gedacht, der Döner-Teller, den ich hole, kostet 5,50. Ja, tut er nicht, 6,50. Ach so. Wollte ich nur um 1 Euro bescheißen. Hat aber nicht funktioniert. Er war nicht? Er war auf Zack. Boah. Aber dafür hat er mir letztens meinen Döner-Teller billiger abgegeben. Mit Kroketten. Ja, ja. Kroketten. Mit Kroketten. Wolltest du eine Fritteuse haben zum Kroketten machen? Ich hätte eine. Die ist sogar sauber. Brauchst du nur auf Feld kaufen, anschließen, gib ihm. Christoph, für einen 10er, kostet 20 im Markt. Keine Überlegung wert. Ja, ich weiß. Echt komisch. Die haben mich noch vor 2 Minuten angerufen. Mann, wirklich süß. Pass auf. Risky Devil Hackfleisch, ihr seid erledigt. Okay, ich gebe auf. Das war kurz. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin. Was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verbeul deinen Schlitten. Demolier ihn richtig. Dreh ihn hoch und zeig's den Reifen. Bist du bereit für sowas? Im ersten Moment habe ich gedacht, das wird jetzt ein Porno. Ich tue es schon wieder. Ja, erzähl. Also mehr French Charm kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ja. Okay, Robin kann ich irgendwie noch ein bisschen abkaufen, aber sie ist ein Idiot, nein. Auf keinen Fall. Ja, ich sag ja, das war ein Pornodarsteller, eigentlich. Nein. Doch, ich habe jetzt gedacht, jetzt geht da nur... Ah, ist auch egal. Ich dachte schon, wie hieß der Laden noch von Sons of Energy? Caracara. Caracara. Dass das Caracara wäre, weißt du aber gut. Ja, für dich ist auch alles, was du nicht verstehst, eine Pornoanspielung. Das ist so nicht wahr. Nein, nur Red, 90% der Falle. Red Riding Hood habe ich verstanden, aber ich bin trotzdem davon ausgegangen, dass das ein Porno ist. Einfach weil der Titel so scheiße war. Ja, siehst du. Sag ich doch, alles für dich Porno. Da kann ich ja nichts dafür. Also ich bitte dich. Übersetz mal den Titel, ja? Rotes reitendes Rotkäppchen. Ja. Ist ein simpler Actionfilm mit Werwolf und Zombies. Ja, natürlich, hätte jeder gedacht. Ja, natürlich. Ich kann nicht glauben, dass ich der Einzige bin, der an dieser Stelle gedacht hat, wo er den Filmtitel gelesen hat, das ist ein Porno. Ja, habe ich übrigens bei uns im Markt in der Blu-ray-Abteilung gefunden. Ne? Ich weiß. Ich dachte, das wäre wirklich ein Porno gewesen. Ich weiß! Da hat man gedacht, ab 16, hä? Ja! Was macht der denn hier? Genau das habe ich auch gedacht. Darf doch nicht öffentlich verkauft werden, oder? Vielleicht doch. Doch. Nee, der zweite Gedanke war dann so, na, bei mir dieses, naja, ab 16, okay, vielleicht ist es ein Softporno. Könnte ja sein, ne? Ich sag ja, der Titel ist überaus ungünstig gewählt, das ist genauso wie der Name Uhura für eine Frau in Star Trek, das ist auch sehr unglücklich gewählt. Auf jeden Fall. Naja. Was lustig ist, es gibt ja Fantheorien, dass Spock ein Nachkomme von Sherlock Holmes ist. Okay. Wie fänd das denn? Ja, weil sie beide sehr ähnliche Charakterzüge und so haben. Ja, aber... Ja, warte, ich erzähl gleich weiter. Okay,
Wenn du das Training hier schaffst, können wir weitermachen. So, also es ging darum, Spock hat in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr welche, das ist bei Jay und Ari auf dem Kanal, hat er gesagt, dass einer seiner Vorfahren mal gesagt hat, dass wenn man logisch vorgeht und alles Unmögliche aussortiert, dann ist das, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich, die Wahrheit. Ja? Okay. Und das ist ein Satz, für den ist Sherlock Holmes berühmt geworden. Der hat diesen Satz berühmt gemacht in den Büchern. Lustig ist jetzt natürlich, wenn man das gleichsetzt mit der Sherlock Holmes Serie, die auch wir gucken, mit Stephen Cumberbatch oder wie der da heißt. Benedict Cumberbatch. Der wird ja in dem Film oder in der Serie wird ja ab und zu mal gesagt, sie sind wie Spock. Ja. So, und das ist dann schon wieder schwierig. Das widerspricht dieser Theorie. Okay. Aber es gibt eine Fantheorie, die besagt, Spock ist ein Nachfahre von Sherlock Holmes. Das würde einiges erklären. Ich frage mich natürlich, wie ein Vulkanier oder eine Vulkanierin auf die Idee kam, auf Sherlock Holmes zu stehen. Aber gut. Ja, passiert. Und wir wissen ja alle, Sherlock Holmes, der Name ist eigentlich von Roy O'Bannon. Ja. Erzähl weiter, ruhig. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Deswegen ja, kann ich weiß. Nicht so viel. Nee, also sehr wirre Filmtheorien. Ich habe da teilweise auch genauso. E.T. ist ein Jedi. Ach so, ja, das kenne ich. Aber das ist totaler Müll, ja, weil Star Wars wurde ja in E.T. eingebaut, weil der Regisseur George Lucas ehren wollte, beziehungsweise seine Star Wars Filme. Und George Lucas hat sich ja bedankt, indem er in Episode 1 bei Star Wars quasi E.T. eingebaut hat. Genau, das ist ja ein bekanntes, in der Konferenz. Ja, das ist ja ein bekanntes Easter Egg. Also ganz ehrlich, Robin hat merkwürdige Codewörter für Sex. Driften. Okay, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber okay. Ja, ohne Scheiß. Du kannst in jeder Unterhaltung das Wort Autorennen durch Sex ersetzen. Das ist vom selben Gehalt. Ja, das, ohne Scheiß. Ey, wollen wir ein bisschen bumsen? Mach. Ey, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, Mann. Das müssen wir echt mal machen. Ja, weil ich glaube, da kriegt das Spiel eine ganz komische Wendung. Möglich wäre es. Möglich wäre das. Ja, wenn ich es mir so überlege, eigentlich schon. Ja! Hey, wollen wir eine Runde rumsexen? Nein, gilt nicht. Okay. Komm, bei mir, jetzt, sofort. Ja! Was, wieso haben wir zwei Rennen davon? Egal. Oh, ist schwierig, Alter. Auf jeden Fall. Schnappschuss hochgeladen, selbst das kannst du mit... Sag mir das vorstellen. Ohne Scheiß, wir schreiben den Need for Speed Teil um. Es geht nur noch um Sex und sowas. Das ist super geil. Müssen wir direkt die FSK ab 18 hochschrauben, aber ist egal. Es verkauft sich bestimmt. Sex sells, sagt mir Leute. Ja, verkauft sich bestimmt. Bestimmt. Genau, wir rippen einfach jetzt das ganze Skript um und sprechen alles neu ein. Ja! Yeah! Alter, wenn wir das wirklich mal mit dem ganzen Let's Play Projekt machen, ne, dann ist uns echt nicht mehr zu helfen. Nee. Einfach nur, weil wir es können. Ja! Denn wir tun Dinge einfach. Wisst ihr, ihr Pläne Schmieder, ihr seid die ganze Zeit mit Pläne Schmieden. Ich frage mich ernsthaft, ob Cold Mirror auf ähnlichem Weg auf ihre Ideen kommt. Bestimmt. Ich glaube, wir sollten uns mal mit ihr unterhalten. Okay, Kumpel, es geht los. Bin bereit, wenn du es bist. Siehst du wieder? Alter, mit dem Zusammenhang, den wir gerade gemacht haben, hört sich diese Unterhaltung jetzt sehr surreal an. Ja. Ich warte. Nein. Nee, ich bin nur auf Frauen, tut mir leid, aber... Es wird legendär. Er kann sich gut verkaufen. In der Tat. Scheiße. Ich war wieder falsch. Ich wundere es nicht. Du solltest von ihm wegfahren, nicht zu ihm hin. Nee, ich fahr ja auch zu Robin jetzt. Achso, ja, stimmt. Die wollte ja driften. Und wie man sich das Let's Play selber kaputt machen kann. Danke, Jürgen. Wieso? Ich kann da nichts für, dass das Spiel...
Ich weiß nicht, mit diesem Sex-Hintergrund sind diese Hot Wheels-Wagen sehr merkwürdig. Sehr clever versteckt. Vier Stück fehlen uns noch. Oh. So, haben wir uns beruhigt. Vielleicht, bis die nächste Unterhaltung kommt. Die kommt, irgendwann. Ja. Vielleicht, wenn die Drachen kommen, Game of Thrones. Ja. Der Winter ist da. Ich habe immer noch nicht eine einzige Staffel gesehen. Außer bei dir hier ein bisschen so Bruchstücke in einzelnen Folgen. Ja. Ich weiß, was ich mache. Ich bestelle mir jetzt einfach jetzt übers Wochenende Breaking Bad komplett, Game of Thrones komplett und dann gewinnen. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr zur Arbeit gehen, aber scheiß drauf. Wer braucht schon Arbeit? Genau, wer braucht schon Arbeit und Geld? Finanziert sich doch alles von alleine, habe ich so gehört. Ja. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Der Staat regelt schon. So denken die meisten, denke ich mal. Ja, ich glaube, der in der Dönerbude hat auf jeden Fall so wieder. Das ist einer von diesen, boah krass, da ist ein Minus vor meinem Saldo. Das heißt, der Bank schuldet mir jetzt Geld, der Opfer. Was? So ungefähr, ja. Ich sehe da schon kommen die Hate-Kommentare unter dem Video. Du hast gar keine Ahnung, boah, Opfer. Opfer mit A, ne? Ja, ja, natürlich, Opfer mit A. Oh. Ich frage mich natürlich, ob man so angeben kann, so von wegen, ey, dafür fahre ich wenigstens einen fetten BMW, Alter. Ja, aber nicht in echt. Ja, aber digital. Das könnte auch so eine Erkan und Stefan-Diskussion sein, ich weiß dir. Ja. Ich bin gerade sehr komisch. Was? Sprintrennen? Die wollte ein bisschen driften, jetzt fahren wir ein Sprintrennen. Ja. Siehst du? So läuft das. Sie hat hier. Ja, ein kurzer Quickie, dann war's das. Ja. Sie hat sich's anders überlegt. Sie hatte doch keinen Bock auf Sex. Siehst du? Das spricht viel dafür, dass sie mit Driften Sex meint. Ja. Ja, Stevie und Cook sind da, weißt du? Ja, ja, nee, das ist jetzt, wenn du das Rennen gewonnen hast, dann gibt's ein kleines Driftrennen hinten auf dem Rücksitz, weißt du? Ach so. So ist das. Man driftet einfach schnell rein. Ja. Aber es wird auch sehr, sehr spurig, ne? Ja. Sehr, sehr glitschig. Wir sollten das nicht vertiefen, aber... Nasse Fahrbahn, Aquaplaning. Ja. Ohne Scheiß, ich frag mich gerade, ob ich schon volljährig bin. Das sind so flache Witze. Ja, ich weiß. Aber sie würden in einem Crank 3 drin sein. Was ist da passiert? Das meine ich, und schon wieder sind wir auf dem letzten Platz. Fickt euch. Spiel, wirklich Spiel. Wir haben heute auch noch ganz viel vor, können wir erzählen. Wir machen das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Genau. Ein wenig, Boah, ist es warm hier drin in deiner Bude, ohne Scheiß. Ja, ich weiß. Das ist, weil nicht ordentlich belüftet wird. Fahr doch! Fahr! Fahr, Schlampe! Fahr! Siehste? Eine zweite Nummer willst du dir auch noch geben. Zack. Sexhungriges Biest. Rare. Ach ja. Ja. Es werden Tage kommen, da wird es dir fehlen, dass wir beide nicht mehr in dem Projekt drin sind. Ja. Dass du dann alleine bist. Aber wahrscheinlich machst du dann selber die Witze. Ja, würde ich auch sagen. Ey, ich bin immer schockiert, was für eine verschranzte Karre du andauernd abfotografiert. Oh, passiert. Ich hab ja Kohle. Ja, aber für welches Magazin war das? Die Schrottkarre, das bin ich. Nee. Ja! Crash Bandicoot. Ach so. Für das Magazin. Ohne Scheiß, im Moment könnte ich als eine weitere Persönlichkeit von Jeff Dunham durchgehen. Und ich als Jeff Chalius. Jeff Chalius, ja. Adrenalin-Junkie. Ist deine Internetleitung belastet? Eigentlich nicht. Nicht mehr als sonst. Warum? Nur so. Vielleicht spielt EA uns gerade aus. Auch möglich, um neue Ideen zu finden. Pass auf, das nächste Need for Speed dreht sich nur noch um Sex. Ist ab 18.
Das wäre nicht das erste Mal, dass unsere Ideen geklaut werden und dann als ihre eigene verkauft werden. Ja, nicht nur von EA. Bis auf den Titel. Der Assassin's Creed Ra wäre sonst zu offensichtlich gewesen. Ja, das wird der zweite Teil sein, ein Spin-Off-Teil. Ja. Das, pass auf. Spin-Off-Teil, Vorgeschichte. Ja, jetzt sagen wir es. Und jetzt hören Ubisoft. Ihr hört das, ne? 50% der Einnahmen, sonst geht gar nichts bei uns. Ja. Wir sollten vielleicht schon mal auf den Namen Patent anmelden. Ja. Ohne Scheiß. Sollten wir wirklich machen. Überleg mal, du machst das und dann... Wir nennen es Assassin's Creed Ra. Wollen Patent anreichen? Nee, das gibt's schon. Was? Wer hat denn das Patent da drauf? Ja, die und die Jungs. Okay. Dann müssen wir denen das jetzt abkaufen. Wie viel wollt ihr? Zack! Ja, aber ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert, weil ja Assassin's Creed als Trademark schon lizenziert ist und ich weiß nicht, ob du einfach ein Ra dahinter anhängen kannst und das war's, so, weißt du? Wir müssten eh, glaube ich, eine 5 Minuten Verfolgung machen, dann machen wir das jetzt einfach. Ja, mit 2000 Euro Geldstrafe. Oh, das ist ja gar nichts. Nicht wirklich. Wie soll der Bulle uns verfolgen, wenn er gar nicht hinterherkommt? Guck mal, ich war 70. Und voll in Hot Wheels rein, komm, voll in Hot Wheels rein, nein. Guck mal, fast 70 und der kommt nicht hinterher. Hi, was läuft? Guck mal, so entschärft sind sie. Die rammen dich nicht mehr so aggressiv wie in Most Wanted und alles. 5 Minuten, Alter. Das wären die längsten 5 Minuten meines Lebens. Das stimmt so nicht. Die längsten 5 Minuten waren bei dir, als du die Nachrichten gekriegt hast. Gotham geht weiter, das geht weiter, das geht weiter. Und ich, der dann auch noch auf den Sack gegangen bin. Ja, es war der längste Tag meines Lebens. 24. Mein Name ist Jack Bauer. Ja, mein Name ist Rockstar. Und das ist der längste Tag meines Lebens. Ich versuche gerade die Folge vorzustellen, wie du stündlich so eine Nachmeldung kriegst. Gotham geht weiter. Ja, halt die Schnauze. Ja, das war wirklich so. Gotham geht weiter, Preacher geht weiter, Game of Thrones geht weiter. Was noch? Ich glaube, Flash geht jetzt weiter. Flash geht noch weiter und. Echt? Flash geht schon weiter? Ja. Wir müssen dringend an meiner VPN basteln. Können wir heute machen. Und dann suchten wir durch. Ich sehe schon, komm, wir werden wirklich nichts mehr gucken. Wir werden wirklich nichts mehr aufnehmen heute. Ja doch, noch 1 Stunde Batman, habe ich ja gesagt, 1 Stunde Far Cry. Ja. Und morgen machen wir weiter. Ja, morgen. Und dann machen wir durch und sagen so, morgen ist noch nicht da, deswegen brauchen wir noch nicht weiter aufnehmen. Zack. Möglich, könnte passieren. Ohne Scheiß, ich habe so schon die längsten Wochen meines Lebens gehabt. Schon übel, wenn sich der Montag 2 Tage zieht, auch wenn du Urlaub hast. Ja. Ich bin verwirrt. Ich habe immer gedacht, in Tankstellen wird man aufgetankt und nicht repariert. Bin mal gespannt. Das sind amerikanische Tankstellen. Ich bin mal gespannt, wann sie auf die grandiose Idee kommen, bei Need for Speed eine Tankfüllung einzubauen. Wollten ja schon mal machen. Aber das ist nicht so gut angekommen, da bei Need for Speed Carbon, glaube ich, war eine PC-Version. Modder haben auch so eine App, so eine Mod eingefügt, wo du halt auch wirklich tanken musst und so ein Scheiß, aber es ist gar nicht gut angekommen. Und ich glaube, dadurch haben sie auch gesehen, na, lieber nicht. Was sagst du jetzt? Wirklich, wer ist das, was macht? Weil EA begeht ja mit jedem Teil einer Serie immer denselben Fehler. Ja, pass auf, EA hat im letzten Jahr 70% durch DLCs und Mobile Games Einnahmen gemacht. 70% ihrer Einnahmen. Ja? Nur durch DLCs und Mobile Games. Da sollen sich mal Gedanken machen, warum. Das ist so wie... Hast du schon mal nach dem Sex von einer Frau eine Pralinschachtel gekriegt? Merci? Nee? Frag dich mal warum. Ja. Ja, den Tweet habe ich auch heute noch gelesen. Ja, ich weiß. Aber das lässt sich auf alles beziehen. Ja, sicher. Das wurde ja auch schon von Sascha Grame genutzt. Sascha, hat man dir schon mal gesagt, dass du ein richtig guter Bauchredner bist? Nee. Ja, frag dich mal warum. Alter, ohne Scheiß, du fährst da gerade einen Mustang, du fährst den wie eine Oma. Nee, oder ein Dodge Charger fährt da, den neuen. Kein Mustang. Apropos Mustang, habe ich auch heute wieder ein paar rumfahren gesehen bei uns. Ja, ich weiß, ich habe auch unseren einen ehemaligen Bekannten gesehen. Ja, ich auch. Hat er sich die Scheiben getönt? Ja. Ja, das ist bestimmt, damit man nicht mehr sieht, wie er aussieht. Weil, ich weiß ja, nicht. Ja, hinten sind sie getötet worden, nicht? Ja, also, ich sag ja, das letzte Mal, als ich ihn sah, sah er irgendwie nicht mehr gesund aus. Ich sag ja, was macht der Bulle da hinten? Das weiß ich ja, die behinderten sich selber gegenseitig. Guck mal, ich war 160.
160, hallo, im... Ihm erinnert Gang? Mich, im vierten Gang. Irgendwie erinnert mich das an Autobahnraser. Kennst du das Spiel noch im PC? Ja, sicher. Das habe ich auch durchgesucht damals. Ja. Bis man sich XP war das noch. Ja, bis man sich den dicken Ferrari kaufen konnte. Porsche zuletzt. Bei mir war ein Ferrari drin. Und das Schlimme war, der war unkontrollierbar. Anfangs hatte es ja nur ein Smart. Und zum Schluss konntest du es in Porsche fahren. Nee, dann habe ich einen anderen Teil gespielt. Ja, es gab ja noch den Teil, wo du hier noch... Nein. Wo du hier noch mit Hängern und so in Holland gefahren bist. Und so ein Scheiß. Ganz abstrus. Bleiben Sie, wo Sie sind, mitten auf der Autobahn. Ja, nee, bin ich verrückt oder was? Oh, er hat dich gerammt. Ein kleiner Schubser. Nein, das war einer der Bullen, der noch nicht gepatcht wurde. Ach so. So, jetzt. Entschuldigung, dass er dich gerammt hat. Wird noch nachgepatcht. Kein Problem. Driftet er mir hinterher? Wenn ja, wäre das ein krasser Bull. Keine Ahnung, so sieht's aus, Junge. Teilweise diese Gamer-Tags, ne, was ich da teilweise schon für Namen gesehen habe. Ich weiß. Bestimmt heißen jetzt alle Ich Bims. Bestimmt. Ich Bims und dann irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht, wer diesen Scheiß-Trend in reingesetzt hat. Ich verstehe Trends nicht mehr. Ich auch nicht. Gott sei Dank. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, mich zu erschießen, weil ich die Trends nicht mehr verstehe. Also nicht die auf YouTube, die habe ich noch nie verstanden. Mission erfüllt. Sehr schön. Lass die mal ausrollen auf der Autobahn. Ja. Dann sagen wir auch an dieser sensationellen Stelle, see you guys. Und seht das nächste Mal, wie es heute weitergeht mit Need for Speed. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.